Hallo, ich grüße euch, hier ist wieder Janosch. Ja, heute ist der 21. April 2022. Das Wetter ist sehr schön, praktisch wolkenlos. Bisschen noch kühl, wir haben jetzt um 11 Uhr 10 Grad. Aber später wird es hoffentlich etwas besser. Wir wollen heute zum Weisinger See und zurück. Das ist etwa so 36, 37 Kilometer. Eine schöne Tagestour für uns. Wenn ihr Lust habt, kommt bitte mit. Es geht los. Also, zuerst fahren wir aus Gauting nach Süden heraus. Im Würmtal. Hier überqueren wir den Würm. Und hier dahinter ist die Reismühle. Wie ich schon öfters erzählt habe, nach der Überlieferung ist hier Karl der Große, also Carlos Magnus, geboren. Diese Gedenkstein hier an der rechten Seite erinnert auf dieses Ereignis. Nun ja. Hier geht es links in die Wallet hinein. Ja, Frühling ist eine wunderbare Jahreszeit, wo alles so langsam grüne Laub ansetzt und die kleinen Blümchen herauskommen. Es ist einfach wunderschön. Nanu, was ist denn hier los? Ja, vor etwa 10 Tagen war hier ein großer Sturm. Das wundert mich allerdings, weil normalerweise nach 2-3 Tagen werden diese Sturmschäden aufgeräumt. Na gut. Hier kommen wir zu Herrgottsruhkapelle. Da wurde von den Einwohnern der nahe Hausen, das ist ein kleines Dorf, 1813 erbaut, als das ganze Dorf abgebrannt ist. Eine gewisse Feuerversicherung, damit das nicht noch einmal passiert. Hier geht's weiter. Ach, das ist so schön. Die Buchen sind meistens die ersten, die in zarte grüne Blättchen ansetzen. Das ist immer eine Freude. Der Winter ist vorbei. Ja, hier kommen wir nach Hanfeld. Wie ich in einem früheren Video schon mal erzählt habe, Hanfeld kommt von Hanf, Hanffeld. Hanf war früher mal eine wichtige Wirtschaftspflanze,
Davon hat man hauptsächlich so grobe Gewebe für Säcke und sowas und hat Seile gemacht. Ja, geraucht hat man das noch damals nicht. Dafür haben dann andere Pflanzen hergehalten, zum Beispiel, und das ist Tatsache, wenn Babys zu viel geweint haben, da hat man denen aus Mohn eine gewisse Sud gekocht und die damit beruhigt. Die Erwachsenen haben sich eher an alkoholischer gehalten. Und das tun die bis heute. Das ist herrlich, so durch die Wälder zu fahren. Hier kommt eine wunderschöne alte Eiche. Unter dieser Eiche auf der Bank haben wir uns schon oft Pause gemacht. Ein wunderschöner Platz. Jo, hier kommen wir nach Hadorf. Ich verwechsle immer diese drei Dörfer mit der H. Hadorf, Hausen, Hanfeld. Aber jetzt ist das jedenfalls Hadorf. Ja, hier vorne gibt es was für Geologen, nämlich hier diese großen Brockensteine. Die sind Findlinge, die sind von der Gletscher, der etwa so der Flusslauf von Isar und Loisach entsprach, hierher gebracht worden. Das heißt nicht hier an der Oberfläche, aber wenn man hier buddelt, überall findet man unter der Oberfläche halt solche Steine. Diese hat man ausgebuddelt hier bei dem Bau dieser Straße. Und hier vorne rechts fahren wir durch den Wald zu einer anderen großen Findling. Im YouTube haben wir einen Radfahrer getroffen, der meinte, hier durch den Wald führt ein besonders schöner Waldweg. Nun, der muss einen Scherz gemacht haben oder war er total blind, weil dieser Weg ist weder gut noch der Wald ist schön. Aber Gott sei Dank, das Ding ist vielleicht 300-400 Meter lang. Also wir kommen schon durch. Oder war vielleicht damals noch hier richtig schöner Wald. Aber der Weg muss damals auch schon schlecht gewesen sein. So, also diese ganze abenteuerliche Weg haben wir gemacht, wegen dieser großen Findling. Das ist auch gefunden worden hier bei der Straßenbau.
Also dieser große Stein ist auch von dieser Isar-Loisach-Gletscher hierher getragen worden und bei der Straßenbau 2016 wurde es hier gefunden und dann hier ein paar Meter weiter hierher gestellt. Der wiegt übrigens stattliche 53 Tonnen. Der ist ein Dolomitgestein. Ja. Ja, wir kommen weiter, immer Richtung Süden. Es ist eine schöne Landschaft. Es ist schön zu fahren, wenig Verkehr. Einfach toll. Und hier kommen wir dann nach Meising. Und rechts von uns, dann ist der Meisinger See und da gibt es ein Gasthaus. Hier geht es runter, das ist eine Stichstraße. Also nachher werden wir hier zurückkommen. Kleine Kapelle und dahinter dann ist der Meisinger Seehof. Hier. So, bevor wir essen gehen, erstmal werfen wir einen Blick auf den See. Der ist hinter diesem Deich. Der wurde 1885 erbaut, weil damals ein Regenfall hat hier eine Überschwemmung bei Meising eigentlich bis nach Starnberg ziemlich verheerende Schäden verursacht. Das ist jetzt ein Naturschutzgebiet, eigentlich einer der ältesten Naturschutzgebiete von Bayern. Ja, jetzt können wir essen gehen. Also. Oh, eine tolle Kellnerin haben wir hier. So, wir fahren jetzt wieder zurück nach Meising und dann weiter Richtung Starnberg. Ja, hier sind wir im Zöcking und da oben, dieser Mausoleum, der ist die Begrabungsstätte vom Prinz Karl von Bayern und seiner Gemahlin. Der war der jüngste Sohn von der ersten bayerischen König und eigentlich ein sehr bürgerlich
eingestellte Prinz. So, hier geht es dann abwärts Richtung Starnberg. Allerdings, wir fahren nicht jetzt nach Starnberg hinein, sondern so am Rande wieder im Würmtal nach Norden Richtung Leutstetten. Hier kommen wir nach Petersbrunn. Der war mal im 19. Jahrhundert ein bekannter Heilbrunnen. Hier links diese Kapelle, darunter ist eine Quelle und er wurde Heilwirkung schon seit dem Mittelalter zugeschrieben. Am Ende des Jahrhunderts, also so 1890, wurde dann das Wasser wieder untersucht und dahinter gekommen, dass die Heilwirkung ist doch nicht so groß, wie man es vermutet hat. Und dann später mit dieser Autostraße hier wurden auch gerade die Kureinrichtungen praktisch im Wege gestanden und wurden weggemacht. Und damit ist das im Grunde genommen nicht nur zurückgegangen, dieser Heilbadbetrieb, sondern auch in Vergessenheit geraten. Ja, hier überqueren wir wieder die Würm und dann fahren wir hier rechts nach Leutstetten. Leutstetten ist eine ziemlich alte Siedlung und hier rechts von uns unsichtbar in einem großen Park ist ein Schloss der Wittelsbacher, heute noch im Familienbesitz. Und wird privat benutzt, für die Öffentlichkeit leider unzugänglich. Ja, und hier wieder kommt eine kurze und steile Strecke. Wir fahren wieder aus dem Würmtal heraus. Ja, die Susanne ist schon oben. Erstens ist sie 2 Jahre jünger, also eine junge Frau. Und zweitens hat sie ein stärkeres E-Bike. Wenn das schwierig wird, dann komme ich nicht mit. Dann muss sie auf mich warten.
Hier geht es links durch die Wald nach Buchendorf. Ja, hier vor uns ist Buchendorf, hier sind die glücklichen Bio-Schweine, die sonnen sich. Und hier die glücklichen Bio-Hühner. Noch 2 Kilometer und dann sind wir zu Hause. Hier vor uns, das ist schon Gauting. Ja, wir haben es wieder geschafft. Es war eine schöne Tour. Ich hoffe, dass es euch auch gefallen hat. Uns hat jedenfalls gut gefallen. Ich zeige euch mal erst, wo wir entlang gefahren sind. So, das war es dann für heute. Ich möchte mich verabschieden. Pass auf euch auf. Ciao, ciao.